Hallo zusammen, wir machen heute ein Nusseckenrezept, ein ganz einfaches altes Rezept hier, was ich ein bisschen abwandle. Und zwar ersetze ich die Eier durch Milch und die Haselnüsse oder Kokosflocken durch Walnüsse. Die Walnüsse sind regional. Für den Teig benötigen wir jetzt 300 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 130 Gramm Zucker, 130 Gramm kalte Butter und 2 Päckchen Vanillezucker. Bei den Eiern ist es immer so, dass ich es durch Milch ersetze, wenn es geht, weil meine Tochter eine Eiallergie hat. Wir benötigen 150 Milliliter Milch als Ersatz für 2 Eier. Erstmal das Backpulver mit dem Mehl vermischen, aufs Brett eine Mulde machen, Zucker rein, Vanillezucker rein, dann die Butter in Stücke auf Mehl und Zucker verteilen. Kalte Butter geht am besten. Ein bisschen Milch in die Mitte, von außen das Mehl auf die Butter, Butter schön drücken und kneten, dass viel Mehl und Zucker reingeknetet wird. Noch etwas Milch. Der Teig ist ein Mürbeteig, nur halt ohne Eier. Er krümelt ein bisschen mehr, wenn kein Ei drinnen ist. Unser Teig muss nun in den Kühlschrank. Ich lasse ihn immer nur so lange stehen, bis ich mit dem Belag fertig bin. Für den Belag benötigen wir 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, 400 Gramm Walnüsse und dann noch 4 Esslöffel Wasser. Die Nüsse tue ich zuerst mahlen, bevor ich anfange. Wenn ein bisschen Groberes dabei ist, ist auch gut. Wir nehmen die Butter in die Pfanne. Die muss nun zerlaufen. Rühr den Zucker rein mit dem Vanillezucker. Ein bisschen Wasser. Wenn der Zucker sich aufgelöst hat, machen wir die Walnüsse rein. Normal jetzt kurz aufkochen lassen und dann abkühlen. Das Rezept reicht für ein Blech. Zum Ausrollen nehme ich jetzt die Folie oben drauf, überschüssig hier abmachen und in die Lücken dann einsetzen. Und dann drücke ich die Ecken mit den Händen an. Jetzt stellen wir den Ofen an, 175, Umluft. Unter dem Nussbelag kommt Aprikosenkonfitüre, 4 Esslöffel. Das selbstgemachte aus dem Garten. Die streichen wir glatt. Hier haben wir den Nussbelag, den wir jetzt da oben drauf verteilen. Der Belag muss nicht komplett abgekühlt sein. Den Teig drücke ich glatt, dass er ziemlich gleichmäßig verteilt ist. Und jetzt ab in den Ofen. Backzeit ist 20 bis 30 Minuten auf Mittelstufe. Sobald ich das Blech aus dem Ofen nehme, weil alles gebacken ist, tue ich andeutungsweise, wie ich sie haben will, anschneiden. Etwas größer für Geburtstage und für Weihnachtsgebäck mache ich sie kleiner. Nicht durchschneiden, das krümelt zu sehr. Einmal so, dann kommt noch dieses Querandeuten. Der äußerste Rand schneide ich ab. Meistens läuft etwas Aprikosenmarmelade über. Wir müssen komplett auskühlen. Jetzt schneide ich die einzelnen Nussecken ganz durch jetzt. Ich habe jetzt eine Packung so Schokoladenkuvertüre. Wir lassen die Schokolade schmelzen im Wasserbad. Ein bisschen Öl mache ich immer noch rein, damit ich es besser verteilen kann. Da reicht schon so ein Teelöffel. Jetzt zum Schluss noch die Schokoladenecken. Ein bisschen Schokolade. Eine Seite, ein bisschen Schokolade, andere Seite. Mit Pinsel komme ich nicht so klar. Da krümeln mir die ganzen Nussecken mit rein in die Schokolade und überall hin. Ich habe da verschiedene Größen geschnitten und so mache ich es auch hier zu Geburtstagen oder anderen Feiern die größeren und zu Weihnachten dieses kleine Weihnachtsgebäck. Nussecken kann man auch gut lagern. Einige Wochen geht ohne Probleme. Guten Appetit!